Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Rival Stars Horse Racing Handy-Version. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann das Video rauskommt, denn ich habe ein paar Videos jetzt vorproduziert und wir gucken einfach mal. Aber ich wollte unbedingt heute am Sonntag, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wann das Video kommt, aber ich wollte unbedingt heute noch ein Video machen, denn das Rival Stars Pferderennen ist angesagt und ich bin gefühlt seit, weiß ich nicht wie lang, kein Rennen mehr gegangen und ich möchte unbedingt das mit euch gemeinsam gehen. Außerdem haben wir eine neue Fellfarbe bekommen. Meiner Meinung nach ist es so ein Spirit Buckskin. Aber ich kann mich definitiv auch täuschen. Aber ich liebe diese Fellfarbe. Ich finde sie wunderschön. Ich brauche sie in meinem Leben. Und ich hoffe, dass sie jetzt schon drin ist. Denn Rival Stars hat uns gesagt, dass es ein bisschen dauern kann, bis das Update quasi da ist. Denn es wird erst alles passieren, wenn das Update für alle verfügbar ist. Aber ich habe jetzt einige Tage gewartet, seitdem ich das Update habe. Und ich schätze mal, dass wir diese Fellfarbe jetzt auch bekommen können. Dazu gehen wir als allererstes mal ganz kurz in den Markt und gucken. So, das erste Pferd ist es nicht. Das zweite ist es auch nicht. Und das dritte sieht auch nicht danach aus. Wenn wir aber schon hier sind, dann könnten wir vielleicht jetzt mal am Rosenrad drehen. Denn wir haben wie viel? 21.000. Denn ganz oft bringt ihr mir einfach maximales Glück. Maximales Glück, habe ich gesagt. Dann habe ich Mauerwerk bekommen. Ich kann nur empfehlen, am Rosenrad zu drehen, wenn ihr mindestens... Ich hätte 17.000 bis 18.000 gesagt, von den Rosen habt. Denn ansonsten habt ihr sehr, 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 sehr häufig einfach Pech und dreht das Rosenrad so lange und habt dann letztendlich alles bis auf den Goldpreis. Aber ich habe ja genug und von daher könnten wir theoretisch jetzt einmal komplett durchdrehen. Aber ich spekuliere darauf, dass ihr mir Glück bringt. Denn jedes Mal, wenn ich ein Video mache, dann habe ich gefühlt mehr Glück, als wie wenn ich das einfach nur aufmache, wenn ich alleine bin. Wobei es im Moment jetzt nicht so aussieht. Habt ihr gesehen, wie absolut knapp das war? Das war so unfassbar knapp, oh mein Gott. Aber es ist nicht, wie gesagt, es ist gar nicht schlimm, wenn wir jetzt komplett drehen müssen. Denn dann haben wir einfach alles abgeräumt, was geht. Aber ja gut, vielleicht könnt ihr mir einfach auch nicht jedes Mal Glück bringen. Ein paar Sekunden später. Noch zwei. Das ist mega cool. Oh mein Gott, wir haben... Ja, es vorlässt. Das ist so cool. Denn jetzt hätten wir so unfassbar viele Rosen gebraucht. Das heißt, am Ende des Tages habt ihr mir definitiv trotzdem Glück gebracht. Bevor wir weitermachen, holen wir natürlich erstmal die 10.000 ab. Und dann sind wir im Stall und, glaube ich, müssen einige Fohlen abholen, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir Platz haben. Wir haben zwei Plätze frei. Das bedeutet, dass wir jetzt erstmal zwei Fohlen abholen. Wollten wir irgendeins von den Fohlen behalten? Ich glaube, wir wollten mal gucken, was die für Genetik haben. Aber... Bin mir jetzt auch nicht sicher. Also gefühlt sind alle einfach schlecht. Lasst uns erstmal das Pferd hier abholen. Boah, die Werte. Das heißt, wir besuchen die kleine Maus jetzt und ihr hattet mir gesagt, dass ich einmal pro Tag die Gene erforschen kann. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Das heißt, wir erforschen jetzt ihre Gene und wenn sie schlechte Gene hat, dann können wir sie einfach wieder verkaufen. Okay, Basisfarbe, kein Muster und keine Verdünnung. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hätte gesagt, die Stute können wir definitiv guten Gewissens verkaufen. Tschüss, du kleine Maus. Bye, bye. Dann haben wir noch zwei weitere. Oh mein Gott, die Blässe ist mega, aber... Die Werte sind einfach nur schrecklich und noch Stufe 3. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und dann haben wir das letzte Fohlen. Oh mein Gott, what? Wie hübsch ist er denn? Aber er hat halt einfach auch nicht krasse Werte. Das ist einfach so schade. Was ist da los mit den Werten und meinen Pferden?
Somit haben wir aber wieder Platz in der Fohlenbox und können heute einmal züchten. Northern Nightmare. Oh mein Gott, ist der toll. Legendäre Zuchthengste, aber der kostet 4000, weil er Stufe 7 ist, ne? Oh mein Gott, dass wir immer diese mega, mega... Oh, jetzt wartet mal. Der wird vielleicht weniger kosten, wenn ich ein Pferd nehme, das einfach geringer ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel Stormy nehmen, dann haben wir nur 1600. Das wäre ja mega cool. Klasse 4 und 5. Oh mein Gott, das wäre mega cool. Wir gucken ihn uns jetzt mal ganz kurz noch an. Guckt mal, wie hübsch er ist, oder? Frame Overo. Das wäre der absolute Oberknaller, wenn wir einen Frame bekommen würden. Aber... Oh doch, hier, guck mal, hier ist auch noch ein Frame und hier ist auch ein Frame. Wir wissen nicht, was er in den versteckten Genen hat. Aber ich weiß, dass Frame Overo, wenn er das zeigt, nicht in den versteckten Genen sein können. Aber ich glaube, das ist eine gute Chance, oder? Aber Leute, seine Werte sind halt auch vom anderen Stern cool. Also ich habe jetzt gerade mein Handy nicht da, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass 60... mega knaller gut ist. Das bedeutet, wir machen das jetzt, aber leider Gottes müssen wir 8 Stunden warten. Ich bin sicher. 3 Tage später. Dann ist es soweit, das Fohlen wird geboren und ihr habt gerade schon gesehen, Ampfohlsaison und... Excuse me, what? Oh mein Gott, Leute, wir haben einen Overo bekommen. Wir bräuchten dringend einen Overo, der richtig, richtig gute Werte hat. Er ist es nicht. Geschwindigkeit ist okay. Aber ist er nicht wunderschön? Und ihr habt gerade schon gesehen, Apfelsaison. Ich filme das jetzt im Nachhinein. Also ihr seht jetzt gleich noch das Video, wo ich das Rival Stars Rennen gehe. Aber ich musste ja mega lange warten und ich habe gewartet, bis die Apfelsaison beginnt. Denn da bekommen wir wieder Punkte und können coole Sachen gewinnen. Außerdem gibt es jetzt endlich den nagelneuen Skin. Ich bin mir nicht sicher, wie er aussieht. Also, es könnte sein, dass er den neuen Skin hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann man es nicht irgendwo jetzt schon sehen? Ich glaube schon. Aber er ist mega schön. Meiner Meinung nach ein Bugskin, Overo. Er ist richtig, richtig, richtig hübsch. Ich brauche ihn natürlich nicht versorgen. Er hat richtig schlechte Werte. Aber... ich hätte gesagt, das ist trotzdem definitiv ein Erfolg gewesen. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, wir haben ein neues Event. Es hat gerade eben erst gestartet, also vor ein paar Stunden erst. Und ja, hier können wir wieder Dinge gewinnen. Unter anderem auch diese wunderschöne, ich glaube, es ist eine Stute. Diese wunderschöne Stute, die hat eben die neue Farbe Bugskin. Also man... Okay, die Basisfarbe ist nicht da, aber sie ist auf jeden Fall Bugskin. Aber diese Stute können wir eben bekommen, wenn wir 300 Punkte bekommen. Und wenn wir 1000 Punkte bekommen, bekommen wir 1000 Gold. Ich habe es letztes Mal nicht geschafft, aber ich bin der Meinung, das Wichtigste, was man bekommen kann, ist das Pferd. Denn das ist das Pferd mit der neuen Farbe und das will ich natürlich unbedingt bekommen. Aus dem Grund wird mein nächstes Video ein Zuchtmarathon sein. Wow, Leute, ich denke, dieses Video wird super, super lange werden. Aber wir gehen jetzt natürlich trotzdem noch das Rival Stars Rennen. Und ich versuche trotzdem, alle Dinge nochmal zu bekommen. Denn ich liebe dieses Set. Und je öfter ich das Set habe, desto mehr Pferde können es letztendlich tragen. Ich überlege jetzt gerade, welche Division wir gehen. Aber ich glaube, wir sind schon ewig und 3 Tage nicht mehr mit Perfect Legacy gegangen. Und wir könnten ihm theoretisch noch etwas geben. Was geben wir ihm denn? Ich glaube, wir geben ihm die normale Geschwindigkeit. Denn bis jetzt lief es immer ziemlich gut mit der normalen Geschwindigkeit. Und ich konnte zumindest den ein oder anderen Platz einfach gut machen. Lincoln Abbey, 2400 Meter. Oh Gott, Leute, ich bin schon so lange nicht mehr gelaufen. Yes! Okay, mehr da nicht zu sagen. Okay, ich hoffe jetzt, dass ich den perfekten Start hinbekomme. Yes! Also fast nicht, aber war, glaube ich, ganz okay. Hoffe ich zumindest. So, wir können uns eigentlich jetzt schon ein bisschen nach vorne schieben. Wie schnell rennt denn der bitte? Hör bitte auf, hier zu schnell zu laufen. Wir wollen bitte gewinnen.
Also, ich möchte zumindest so gut sein, dass ich ein Set noch bekomme. Es würde mich wahnsinnig freuen, aber meistens ist es ja so, dass das Rival Stars Rennen relativ viele hergibt, relativ viele Sets. Und ich hoffe, dass wir das einfach jetzt schaffen, dass wir, weiß ich nicht, einen der oberen Plätze ergattern können. Dann haben wir noch ungefähr 700 Meter und guckt mal, wie weit die anderen abgeschlagen sind. Perfect Legacy ist einfach so ein krasses Pferd und seitdem die Frontpferde, also die vorne Pferde, richtig, richtig zugelegt haben mit dem neuen System, mit dem man jetzt mittlerweile reiten kann, ist Perfect Legacy gefühlt einfach vom anderen Stern gut. Mein Problem ist es gerade, mein Sprint ist gleich voll geladen jetzt und ich muss noch nicht losrennen, denn er ist ein Zwei-Sterne-Pferd. Und ich kann jetzt erst loslaufen. Ansonsten schaffe ich es quasi nicht mehr bis zum Ende. Wobei ich vermutlich jetzt noch ein kleines bisschen schneller hätte losrennen können. Nein, es war perfekt. Es war eine gute Runde, aber ich befürchte, dass ich jetzt nicht mega krass vorne dabei sein werde. Habe ich gesagt und ich bin am Sonntag, späten Nachmittag, am ersten Platz. Dieses Video ist aber zu Ende. Ich bin schon mega krass gespannt, wenn wir den kleinen Buben hier abholen und ihn groß machen. Ob er die gleiche Farbe ist wie das neue Pferd? Wir wissen es nicht. Das seht ihr in der nächsten Folge. Da machen wir einen Zuchtmarathon, um die neue Stute zu bekommen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!